rasant weiterentwickelt. Doch an manch abgeschiedenen Orten scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. An diesen Orten gibt es noch Wesen, die für andere die Drecksarbeit erledigen. Und die dunkle Magie zurückdrängen. Dein Schwert, bist du machtlos. Ich habe mehr zum Kämpfen als nur mein Schwert. Nun, das werden wir sehen. Der Nimro. Niemals im Kino. Nein, Jarvis. Das war eine wirklich schlechte Filmidee. Ah. Hey Leute, danke fürs Zusehen. Ihr habt es schon am Titel gelesen, das ist mein vorerst letztes Video. Und das hat mehrere Gründe. Als ich angefangen habe mit dieser Staffel, sag ich mal, habe ich gerade wegen der Nachwirkungen von Corona meine Anstellung verloren. Das heißt, ich hatte neben dem Bewerbungsschreiben sehr, sehr viel Zeit, um noch anderweitig Sachen zu machen. Und die Zeit habe ich halt genutzt, um eine eigene kleine Staffel auf diesem Kanal zu produzieren. Nun ist aber das Ding, ich habe in den letzten 2 Monaten 2 Fortbildungen gemacht. Einmal in Avid Media Composer und einmal in After Effects. Das Endergebnis von After Effects war das, was ihr gerade eben gesehen habt und was ich hier jetzt gerade vermutlich nochmal eingeblendet habe, waren auch noch so ein paar kleine Projekte, die ich innerhalb dieser Fortbildung gemacht habe. In dieser Fortbildung war ich natürlich Vollzeit den ganzen Tag beschäftigt. Das heißt, ich hatte nicht die Zeit, weitere Videos vorzuproduzieren. Jetzt könnte man natürlich denken, dass ich ab jetzt neue Videos machen könnte, aber das ist auch schwierig, denn ich habe eine Ausbildung gekriegt und zwar zum Mediengestalter in Bild und Ton. Yes, ich werde das lernen, was ich schon immer machen wollte. Das große Ziel ist jetzt greifbar und zum 1.5.2024 starte ich in meine Ausbildung zum Mediengestalter in Bild und Ton. Das bedeutet aber auch, dass ich ab jetzt Vollzeit beschäftigt bin. Das heißt, ich habe einmal komplettes Arbeitspensum und Berufsschule und muss am Ende natürlich auch für die IHK-Prüfungen lernen. Das heißt, ich bin voll ausgelastet und habe nicht die Zeit, um weiter Videos zu produzieren. Das soll jetzt aber nicht bedeuten, dass auf diesem Kanal keine Videos mehr kommen. Beileibe nicht. Ich habe sogar schon ein paar Videoskripte fertig und plane noch dieses Jahr eine 2. Staffel rauszubringen. Allerdings wird diese halt nicht ansatzweise so lang und die Videos auch nicht so krass aufwendig, wie es diese Videos die letzten Wochen halt waren, weil dafür halt einfach nicht die Zeit ist. Trotzdem werden es sehr gute Videos, keine Sorge, und ich werde da auch weiterhin sehr viel Herzblut reinfließen lassen. Ihr wisst, das hier ist ein kleiner Kanal, deswegen bin ich auch dankbar für jeden Klick, für jeden Kommentar unter diesen Videos, bin ich wirklich unglaublich dankbar und ich habe mich sehr gefreut bei ein paar Videos, wo wirklich viele Kommentare kamen. Das war es jedenfalls von mir. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Staffel, wenn wieder Videos kommen auf diesem Kanal wieder. Es hat mich gefreut und ich verabschiede mich vorerst. Haut raus, Leute, und bis dann. Bye.